Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. In der letzten Folge haben wir weiter in der Story von den Söhnen von Kalidon hier weitergemacht. Also Kapitel 4. Und haben so ein bisschen, weil ich hier ein paar neue Charaktere getroffen. Wir haben einen Affenmenschen getroffen namens Bellum und ein Katzenmädchen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Putschra oder irgendwie sowas. Ich habe das ist wortwörtlich 5 Minuten her und ich kann mich an den Affen eher erinnern als an sie. Und ja, wir haben Bernice zum ersten Mal gespielt, was ziemlich cool ist, ne? Definitiv ein Charakter, den ich pullen werde in 2 Wochen. Und jetzt will sich Lucy Klamm heimlich mit mir treffen. Da sage ich doch natürlich nicht nein, ne? Ich soll auch niemanden davon erzählen. Hallöchen, Lucy. Was gibt's? Warum muss ich jetzt vor den anderen verbergen? Ich werde klammheimlich die Söhne von Kalidon übernehmen. Wenn wir gegen diesen Lucius-Typen hier kämpfen, das denke ich auch. Ist er verwandt mit ihr? Lucius? Der ist doch, glaube ich, Lucius, ne? Lucy, Lucius. Da, Lucius. Okay, anscheinend nicht, nehme ich an. Ich habe vergessen, ob er blond ist oder nicht. Ich glaube ja, ne? Aber hier sind so viele Charaktere in letzter Zeit blond, ne? Bernice, Piper, Lucy. Diese Katzenfrau. Ja, mein Verräter. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Kann ich irgendwie helfen? Na, ich bin gerade zufällig hier aufgetaucht und zufällig greifen die alle die Biker-Gänge an. Ich wollte selber mich verdächtigen. In so einer Situation befand ich mich ehrlich gesagt schon mal. Alles klar, ich sage einfach wahrscheinlich. Ich befand mich ehrlich gesagt einmal in so einer Situation, wo ich... Keine Ahnung, ich war zum... Das war mein erster Tag auf einer Arbeit irgendwo und... Du bist wirklich besorgt. Ach, das bedeutet Gokigeo. Ja, warte mal, sie sagt doch Gokigeo, das war... wenn ich ihren Charakter-Screen da drüber gehe. Was ist Proxy? Gibt es noch etwas, was du wissen möchtest? Bezüglich Lucius. Du weißt nicht, wo ich weiß, dass er es war? Hey, Lucius geliebt es, andere seine Drecksarbeit machen zu lassen. Er rekrutiert freie Söldner, um sich selbst reinzuwaschen. Seit er der stellvertretende Oberherr geworden ist, hat er ähnliche Methoden oft angewandt. Du wirst verstehen, wenn du ihn ein paar Mal begegnen wirst. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass er in den Unfall verwickelt ist, als du zum ersten Mal in der Außenzone kamst. Mir kommt der Unfall auch etwas merkwürdig vor, außer er möchte die Katze danach gesehen. Ich habe nachgeforscht. An diesem Tag war kein Lastwagen der Motorleger auf der Route. War es gegen einen unser gerichteter Angriff?
Dem Schluss, einen Proxy anzuheuern, haben wir bereits vor der Ankunft in Blazewood getroffen. Diese Information kann nicht durchgesichert sein. Aber die Informationen der Lastwagen, die für Einkäufe in der Stadt kamen, sind bei der Motorliga registriert. Es sollte nicht schwer für Lucius sein, an die Aufzeichnungen zu kommen. Das Ziel unserer Gegner ist sicher, uns personelle Verluste und materielle Schäden zuzufügen und so den Wettbewerb zu beeinflussen. Es tut mir leid, was wir dich in die Schwierigkeiten gebracht haben. Die Arbeit eines Proxys von der Tour aus riskant. Es ist schon spät, wir sollen zurückgehen. Geh du aufgeschlafen, Proxy. So. Ja, heißt das nicht? Ich dachte, das heißt irgendwie Hallo oder irgendwie sowas. Gerade hat sie Gokio das war gesagt als Verabschiedung. Ne? Ja, ich bin verwirrt. Vegas, erklär mir das. So, jedenfalls, keine Ahnung, ich war schon mal in der Situation, wo ich beschuldet wurde, was zu klauen, weil ich irgendwie den ersten Tag irgendwo hier neu war. Ich war irgendwie zum ersten Mal, ich war den ersten Tag irgendwie auf der Arbeit an einer neuen Stelle und von jemandem wurde das Handy geklaut. Und ja, das war mein erster Tag, ne? Und weil nicht einer der Mitarbeiter hat direkt gesagt, so, ich sag mal so, wie es ist, ne? Wir haben heute eine neue Person auf der Arbeit und schon wird was geklaut, ne? Und wurde ich sofort verdächtig, ne? Also so, kleine Randmerkung, nein, ich war es nicht. Ich bin nicht so einer, der irgendwie ein Handy benutzt, ne? Also, was soll ich mit jemand anderes Handy, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich mein Handy noch weniger benutzt als jetzt. Ich meine, jetzt würde ich das auch noch relativ selten benutzen, aber damals habe ich das gar nicht benutzt, ne? Was soll ich mit dem Handy von jemand anderen, ne? Also ich habe es nicht geklaut, ne? Ich weiß nicht, wo es hingelandet ist, aber ja, die haben alle Leute Taschen irgendwie durchsucht und ja, Überraschung, bei mir war es nicht drin, weil ich es nicht geklaut habe. Aber ja, ich war schon mal irgendwie, rückblickend betrachtet, ist das eigentlich sehr nachvollziehbar. Ja, das war mein erster Tag da, deswegen ist klar, dass ich als erster verdächtig werde. Ne? Oh, das ist der erste Tag von dir, ne? Und aus irgendeinem Grund wird ja irgendwas geklaut, ne? Das, bisschen verdächtig, ne? Ich kann schon verstehen, warum ich hier der erste Verdächtige bin, ne? Aber ich wurde durchsucht. Also alle wurden durchsucht, ne? Aber ich wurde auch durchsucht, ne? Meine Taschen wurden durchsucht, meine Tasche, mein Rucksack und alles wurde alles durchsucht und ja, war nicht da drin, weil ich es nicht geklaut habe, ne? Kann man ja was kaufen? Ach, ist dein Laden überhaupt legal? Mir gar nichts verkauft. Also ja, ich befand mich schon mal in so einer Situation und ja, ist nicht. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt nicht schlecht gefühlt oder so, weil ich wusste, ich war es nicht. Ich gab keinen Grund für mich irgendwie in Panik auszubrechen oder irgendwie zu sagen, so, oh Gott. Ich habe ohne irgendwie, weil nicht. Ohne mich zu wehren, hier meinen Rucksack und meine Taschen und so was, Arme ausgestreckt und so, mich durchsuchen zu lassen, ne? Also ich weiß. Und mir kann, ich habe meine Sachen immer bei mir, also es kann niemand irgendwie aus Versehen irgendwie was in mich reinschmuggeln oder so, ne? Von daher, es wäre unmöglich gewesen, jemand irgendwie hätte das Handy irgendwie bei mir reingeschmuggelt. Ich weiß nicht, ob das Handy am Ende nochmal gefunden wurde oder so, ne? Also ich habe mich gut verstanden mit der Person danach. Also nehme ich mal an, das Handy wurde dann irgendwann gefunden oder diese Person hat irgendwie, weil nicht, hat sich nichts draus gemacht oder so danach. Aber jedenfalls habe ich irgendwie keinen Hass irgendwie so auf mich gezogen danach. Also ich weiß nicht, was genau passiert ist. Was hat Lucy gesagt? Wir haben ja doch versprochen, niemanden davon zu erzählen. Jetzt tut sie unter so und dann ein bisschen entspannen und was wir jetzt klingt gut. Zeit ist mehr zu gehen. Ein bisschen übersprungen hier, ne? Hier kann ich rein. Willst du dich ausruhen? Willst du dich jetzt ausruhen gehen? Ja, ich will mich ausruhen gehen. Von der Rückkehr aus der Höhe schläfst du langsam ein. Und du merkst, die Nacht vorbei und ein neuer Tag in der Außenzone beginnt. So, wow, neue Mission, neue Belohnungen, meine ich. Auch wenn ich hier außerhalb bin, ich hier gerade in einem Dingspunkt hier in einem Zwischenpunkt. Bevor ich heute angefangen habe, waren wir irgendwie bei, ich glaube, bei 22% oder so. Da wird ja mal so die Prozentzahl angezeigt in der Story, wo man sich befindet. Ne? So. Oh, was haben wir jetzt hier neben Quests? Ja, ne? Ich glaube ja, das hier.
Wir jetzt nicht aus Versehen mit irgendjemandem reden und irgendwie eine Cutscene oder so starten, deswegen lassen wir mal lieber. Ja, die Charaktere laufen alle hier rum, cool. Hallo Proxy, kein Stress, ich habe keine Aufgabe für dich. Ich mache einfach dein eigenes Ding. Ruf mich, falls du Hilfe brauchst. Ach, so viel Einsatz von den jungen Leuten fühlt sich meiner Wenigkeit fast schon etwas unbedeutend. Jünger als ich, oder? Ha, junge Leute sind echt redegewandt. Das ist ein fast nicht auszuhalten. Aber ich frage dir ein Geheimnis. Meine Fähigkeit gehört tatsächlich zu den erfahrensten, vor allem bei den Söhnen von Kalidon. Die Stadtbewohner sagen, um meinen Führerschein für die Außenzone zu bekommen, reicht es, ein Blatt Papier zu nehmen und einen Ablauf von der Leguan-Kralle drauf zu machen. Klar, Papier zu besorgen ist einfach, aber Leguan zu fangen dauert mehrere Monate. Echt? Das glaube ich nicht. Ha, nur ein Witz, aber es stimmt, dass man hier viel früher den Führerschein machen kann als in der Stadt. Während der Tour der Empfehlung bleibe ich hier, um mich mit dem Lagerplatz zu kümmern. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit nachfragen. Okay, ich will mehr mit Piper reden. Dann immer hier? Hoffentlich. Na gut. Dann machen wir direkt weiter, ne? Weiß. Ja, über Lucy's bitte sprechen. Blablabla. Du scheinst dich sehr für die Sache zu interessieren. Wenn das so ist, schickt Lucy eine Nachricht und fragt sie, wie die Untersuchung vorankommt. Vielleicht können wir auch irgendwie helfen. Ich nehme an, ich bin gerade bei der Hälfte des Auftrags, ne? Wir sind bestimmt schon bei 50% oder so, ne? Ich bin es wegen der Sache letztens. Lucy, bist du da? Ja, bist du wegen der Sache letztens hier? Ich wollte mich eigentlich gerade mit dir in Verbindung setzen. Jetzt vorher hübsche Bild. Es gibt Untersuchungsergebnisse. Wie sieht's aus? Wir haben einen Verdächtigen, aber die Sache ist ein bisschen knifflig. Ich bin auch da, wo wir uns das jetzt mal getroffen haben. Okay, ich bin gleich da. Gut, ich warte auf dich. So, und Piper ist hier. Ist Piper die Verdächtige? nein, ich gehe nur spazieren. Hast mich gerade auf die Probe gestellt? Ich war gerade Katze mit Piper. Cool. Ich merke gerade, die haben beide irgendwie so drei Löcher in ihren Tops. Piper auf der linken Seite, Lucy auf der rechten. Die Bürgermeisterin? Casa zu Casa. Mikasa zu Casa. Am A. それから 1時間経ってまた抜き足差し足で街を出て行ったんだぜ。うん。それは本当に不思議だな。こんなの秘宝も秘宝ですわ。母さとカレドーンのこの交流は私がメンバーになる以前からのものでしてよ。私たちがここを拠点にしているのも そうして気づかれた長年の信頼があってこそなのに。それにシーザーは母さのことを実の姉のように慕ってますわ。本当に彼女が裏切り者だとして、そのことが姉の耳に入ったら。Jedenfalls. Einer von euch schleicht sich von hinten an und ich schub sie.
Was ist, wenn das passiert? Ja, lass das Wildschwein von der Klippe schmeißen. Dann schubsen wir sie von der Klippe. Ich sehe, wohin das führt. Die Nacht bricht herein. Endlich ist es soweit. Heute sollen die Waren aus Blazewood verschickt werden. Weiß, Kasa hat das Dorf bereits verlassen. Lass uns auch schnell losgehen. Boom, ausgezeichnet. Habe ich eigentlich hier... wo ist das hier? Habe ich eigentlich letztens hier alle Truhen gesammelt? Weil ich habe bald wieder ein paar neue Quests freischalten. Nee, da habe ich alles... all gesammelt. Dieses Feuer, da kann man bestimmt Piper spielen, ne? Ja, guck mal hier. Und ich habe ja noch einen Charakter. Boom. Ich habe noch einen Charakter aus. Übrigens, das hier haben die irgendwie hinzugefügt. Nein, ich kann das nicht. Ah, da kann man gar nicht hier. Auch wenn man Herausforderungsmodus macht, ne? Ne. Hier kann man das abstellen. Genau. Und da habe ich nämlich herausgefunden. Guck mal, das hier haben die hinzugefügt. Das ist geil. Man kann sich ja Charaktere jetzt hier vorab einstellen. Das habe ich nämlich gemacht. Da habe ich sozusagen für jede Fraktion ja fast schon mal so eine Gruppe hergestellt mit dem Bangbus und so, ne? Söhne von Kalidon, die muss ich jetzt auch irgendwann mal hier packen, ne? Da habe ich jetzt nicht den richtigen Bangbo drin, ne? Aber das ist gut gemacht, ne? So, hier werde ich irgendwann noch hoffentlich Ellen bekommen, ne? Für die Cunninghairs werde ich wahrscheinlich Anbi irgendwann durch Nekomata ersetzen, ne? Hier müsste ich noch Jane haben. Und Bellbock Heavy Industries, da würde ich ja schon fast die drei Charaktere nehmen, ne? Und dann alle Fraktionen, die danach noch kommen, ne? Das ist hier mein Haupttrupp hier, mein stärkster Trupp ist ja. So, aber wir machen natürlich hier den Probemodus. Weil, warum nicht, ne? Kann ich mir ansehen, was die... ne? Weil meine Piper ist definitiv stärker, weil sie all ihre Dingens hat, all ihre Sinnbild, fast all ihre Dinge hat. Ja, natürlich nehme ich hier noch einen dritten Söhne von Kalidon Charakter, ne? Weil wir sie haben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, meine Piper wäre viel stärker. Einfach nur, weil... weil sie Dings hat hier. Wie steht es in Bonis und Caesar? Weil sie alle ihre Sinnbilddinger hat. Wie kann sie bitte schon schlafen? Sie ist in meiner Gruppe gerade. Aber stimmt ja hier, dieses eine Pinkari-Mädchen von Sokakos Truppe, die war ja auch irgendwie so ein Hilfscharakter, ne? Während der Story. Einmal kurz. Was steht da? Baby Russa? Wildfire? Wildfire. Ich glaube, das ist eine Anspielung an Honkai Star Rail. Da ist ja diese Widerstandsgruppe Wildfire. Diese Gruppe, die ihr Seele angehört und hier Natascha und ja, das war's, glaube ich. Ja, aber das ist eine Anspielung daran. Ne? Bellabock ist ja auch eine Anspielung. Bellabock Heavy Industries ist ja auch eine Anspielung an Honkai Star, an diesen, diese Schneestadt, auf diesen, diese Stadt, auf diesen Schneeplaneten. Der Mann ist eine Anspielung gewesen. Ich glaube nicht, dass er einfach nur zufällig da stand. Wildfire heißt auch übrigens der
das Intro-Lied hier, das ich von Honkai Star Rail hier immer reinschneide. Also dieses eine Lied hier. We made a choice, go fight against your fate. Also das Intro von Honkai Star Rail, das ich immer ab. Das Lied heißt auch Wildfire und ist benannt nach dieser Widerstandsgruppe, die man sich in der Story ganz am Anfang des Spiels anschließt. Was im Weg. Ja, klasse, muss ich einfach noch. Ich stecke fest. Ich bin echt versucht daran, noch mal einmal die Waffen-Gacha zu spielen, in der Hoffnung, dass ich Pipers Waffe bekomme. Ich hätte wirklich gerne ihre Waffe. Und ich habe mehr als genug Dinger übrig. Ich habe natürlich aber immer die Hoffnung, dass ich irgendwann die Waffe auch so bekomme. Weil die kriegt man eigentlich auch durch die Standard-Gacha oder wenn man Glück hat in der speziellen Gacha. Ich hatte halt nur kein Glück bisher. Ich habe Billys Waffe schon dutzende Mal bekommen, aber die von Corin habe ich nicht, die von Piper habe ich nicht, die von Lucy habe ich nicht, von Anton habe ich die nicht, von Ben habe ich die, aber Ben benutze ich jetzt nicht mehr. Also man kann die auch schon so bekommen irgendwie, ne? Ich hatte halt nur einfach kein Glück bisher. Und ich will einfach nicht die Waffen-Gacha spielen, ich will es einfach nicht machen. Der Boden außerhalb der Straßensperre sieht feucht aus, aber es gibt keine Spuren vom Fußabdrücken. Könnte es sein, dass Kasa in den oberen Bereich gegangen ist? Na, keine Ahnung, ich tue lieber irgendwie Pity aufbauen bei der Gacha, bei der Charakter-Gacha. Weil jeden Pull, den man da reinpackt, bringt einen näher daran, irgendwie den 5-Sterne-Charakter zu bekommen. Aber wenn er die Waffen-Gacha spielt, dann lohnt das nicht, außer man spielt öfter die Waffen-Gacha, was aber bei mir nicht der Fall ist. Ah, ist er tot. Mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich ihre Abwehr einsetze, dann geht sie in so eine Verteidigungsstellung. Ich glaube, dann tut sie auch ein bisschen Schaden irgendwie so blocken, wenn ich mich irre. Ich habe mal irgendwie gesehen, wie sie dadurch Schüsse irgendwie geblockt hat. So offscreen. Alle Türen in der Gegend sind verschlossen und von Kasa gibt es keine Spur. Aber es ist nicht so, dass hier niemand wäre. Frag mal den Bangboard da drüben. So. Ach da. Ja, ich hole mir erstmal die Truhe. Dann hole ich mir die Truhe hier. Direkt daneben. Ja, du gehst aber auch ganz schön mit der Musik ab in diesem Spiel, ne? Altes Bangbo. Meisterin, warum bist du wieder zurück? Ich schlafe nicht. Du bist nicht meine Meisterin und das ist nicht der den spitzen Ohren oder der große Kerl. Wer bist du? Kasa hat uns gebeten, nach den Waren zu sehen. Hat mein Meister in euch geschickt. Mit den Waffen ist alles in Ordnung und die ETH-Konzentration ist auch niedrig. Alles ist gut. Wo ist deine Meisterin hingegangen? Meine Meisterin ist durch den Riss gegangen und der Mann mit den spitzen Ohren, um den Mann mit den spitzen Ohren aufzusuchen. Den Riss. Im Lager gibt es einen seltsamen Riss. Meine Meisterin hat gesagt, dass es schwer zu finden ist. Es liegt hinter einem Stapel von Waren. Aber ich bin dumm und kann die genaue Stelle nicht merken. Meine Meisterin glaubt mir nicht, in der Nähe zu gehen, weil sie meint, ich könnte vom Riss hineingezogen und getötet werden. Wenn ihr nach meiner Meisterin suchen wollt, dann sucht nach dem Riss. Er befindet sich noch hinter dem Stapel von Waren. Hinter den hier. In der Kiste befindet sich eine nicht ganz geschlossene Kiste mit Mengen Sonnenflinten darin. Man kann die Spuren des Durchwühlens erkennen. Der Riss ist nicht hier. Es war gesagt, dass der große Kerl eine von dem Wahn mitgenommen hat. Es scheint, als hätte er sich von hier genommen. Wer ist der und was hat er mitgenommen?
Neben den Kisten in den Gewebe der Waren aus Blazewood Lagern steht noch ein Motorrad, das anscheinend von Kasa ist. Doch hier ist keine Spur von einem Riss. Da. Super, ich gerade gespawnt, als wir die Kisten untersucht haben. Okay, war gleich eine Katze mit Piper und Lucy und oh, wow. Alle in einer Reihe aufstellen, bitte. Alle in einer Reihe. Ja, zu spät, Kollege. Sind schon alle tot. Ich benutze die eigentlich die ganze Zeit als Waffe, ja. Das ist so eine Axt. Ich weiß, das soll eine Axt sein, aber was soll es sein? Ist da ein Motor irgendwie dran oder so am Ende? Ja, schon die ganze Zeit gewundert. Ja, okay. War schon wieder zu wenig Text. Ich meine zu viel Text. いないの約束を渡して。それには相応の代償がいるな。いっそイノシシどもから取り立てるか。 Ja, geil. Lucy ist awesome. Bin so froh, dass ich irgendwie für ihr Dings gegeben habe hier. Meine Gacha-Währung ausgegeben habe, um sie zu holen im Shop. Weiß nicht, ob ich so lange ohne sie überlebt hätte. Okay, der Typ hat's irgendwie nicht so drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich hier vorgegebene Charaktere habe, die voll stark sind, aber ihr ganzen besonderen Charakter habt's nicht so drauf, leider. Boah. Boah. Und jetzt der. Jawohl, hat gereicht. Los, Baseballschläger. Wir haben ein Schwein auf den. Na, wer hat den aufgehalten? シーザー、どうしたの?シーザー、落ち着いて聞いて。町長と覇者の手下。よせ。知ってる。これ以上物資をホロに置いとけね。母さん。全部持ってけ。え? Oh, Armageddon, wer bist du? Oh, okay. Er ist dieses eine Monster ging, das ich schon mal gesehen habe. Alles klar. Verdammt, das Spiel hat mich gespoilert, ey. Finde ich so kacke. Ich weiß, der Typ verwandelt sich irgendwann in ein Monster. Ich kann euch das gleich mal zeigen. ここに現れたからには納得のいく説明を聞かせてもらう必要があります。わ。セクナ、いずれ知るであろうことよりも。一番コールスデザインのブリンス。シーザーよ。ここにある物資は我々トライアンフがブレイズウッドに供与すると約束したものだ。貴様は町長がこれらを持ち帰ることに何ら意義はないと。そういうんだ。 人をバカにするのも程がありましてよ。待て、ルーシー。お前と母さんが前に言い争ってたことは全部聞いてるぜ。この箱の中身も確認したが、確かに食料と薬だ。嘘はついてねえんだろう。
こいつの出所はともかく、町に必要な物資なのは確かだからな。けど、母さん、お前らが困ってんなら、どうして俺らに助けを求めなかった？随分よそよそしいじゃないか。シーザー、最初はそうしようと思っていたのさ。ただその時ちょうど、あんたがツールドインフェルノの資格を得たって飛び込んできて、 Ich wusste, ich habe mich nicht verlesen. Cäsar, ich wollte ich dich wirklich um Hilfe fragen. Ich wollte schon sagen, ich habe mich nicht verlesen. Boah, Leute. Ich hätte die englische Version hat nicht einen einzigen Rechtschreibfehler.私たちの情報をトライアンフに売ることが、あなた方の考えた恩返しだったんですよ。情報を売る？待ってるし、それは誤解だよ。トライアンフとの取引は工芸品の加工を手伝う代わりに物資をもらうってだけさ。こいつの言う通りだ。ブレイズウッドは。いや、俺は覇者として土地の民が願うなら見て見ぬふりはせん。 取引の場所を滅にしたいと言い出したのも母さんだ。トライアンフが町に出入りすれば貴様らの反感を買うだろうからな。俺もそれに応じた。連盟の輪を乱すことは我々の本意ではない。つまり私たちの動向が筒抜けだった件はあなた方とは無関係だと、そう言いたいんですの？小娘、 物おじしない姿勢は立派だが、引き際をわきまえなければただ無礼なだけだ。いいか、俺がここに来たのはこの件を解決するためだ。今日ブレイズウッドから届けられた光源品の中にこいつが見つかった。ああ、だってパンメイクタイターライン、クライアントフラッシュアサイン、オーナーレッドマーベルズアシュピュー、レッド Ein Mikrochip. Der Typ sieht aus, als hätte irgendwie die Lichtschwerter auf seiner Brust. Hier diese Yu-Gi-Oh! Karte. Ich habe gesehen, Lucius ist auch hinter ihm. Er hat noch gar nichts gesagt. ポンペイの親分、俺は。モールス、ツールドインフェルノへ貴様の態度を許したのは断じてこの小細工をさせるためではない。覇者たる我々が人にを守らぬ連盟なんぞに誰が席を置きたがる。我々が一つになれないのなら誰が旧ユレンエリアを守るのだ。ポンペイの親分、申し訳ありません。 俺が間違っていました。俺はまともではなかったんです。この件は全て俺の責任。どうか罰を。罰だと思いやがるな。貴様が台無しにしたものを貴様一人への罰であがないきれるとでも思うのか。カリュドーンの子並びに母さん、モルスは俺の部下。こいつがしでかしたことの責任は Sieht aus wie ein voller netter Kerl. Er hat bestimmt nie irgendwas Böses tun, ne? Das klingt doch viel zu schön, um wahr zu sein. Weil es wahrscheinlich viel zu schön ist, um wahr zu sein. カリュドーンの雇用、これからの半年間、そのうち3つのルートを貴様らに任せるつもりだ。それなら文句はあるまい。
Okay. Ja, so ein ganz lieber Typ, ne? Und ist hier ein paar Gefallen getan, ne? Also richtig nett, finde ich. Zwei Tage später. Obwohl wir es noch nicht bemerkt hatten. そうなったら次に荷物の方を疑う。時間の問題だっただろう。そうだね。もし私たちが先に盗聴器を見つけちまったら、それこそ覇者の方は後出しで申し開きするしかなくなるんだから。どっちがうの？やれやれ、バーニス。ちょっと楽観的すぎるぜ。覇者がわざわざ自分から出張ってきたのは、 少なくとも誠意の裏返しってことだからな。そうだろい？盗聴器を見つけた私たちが鼻息荒く詰め寄ってさ、モルスの独断だってその場で言われて、あの条件を飲んでたか？大将をミスったら走りやれん命の屋台骨が揺らいじまうからな。旧油田エリアの治安にだって響くんだぜ。 うん。やって、維持者です。グビーツクフェルト。地域全体の治安だって。そうさ。今まで私らが平和に暮らして来られたのも、連盟が団結して石油の安全を守ってきたからこそ。石油は郊外の他のエリアにとっても魅力的ってだけじゃなく、都市の大企業なんかにとっては郊外への進出を阻む障害でもあるのさ。石油にもしものことがあったら、走り屋はそりゃ 別のエリアへ行けばいいけど、他の連中は悲惨なことになるだろうね。特にブレイズウッドの住民はほとんどが年寄りと子供だ。エーテル敵を体質もない。あら、プロキシさん、ここでしたのね。用事があって探してたんですわ。あ、ルーシー、よく一緒にみんなプライベートレフに。später etwas weiter weg。 私たちが覇者と会ってからというもの、
彼女の様子がどこかおかしい気がしますの。普段の粗骨でエネルギー過多なところが鳴りを潜めて、なんだか一人でぼーっとしてることが多いんですわ。おまけにご飯を食べる量さえ減っているような。ああ。Vielleicht fühlt sie sich unwohl. Sieht lustig und sie sagt:念のために申し上げておきますわ。あれがどんな人を走ろうと、私個人は知ったこっちゃないですけれど、あんなのでも、メトロやんぴょうれん、フェクトスタイピング。チームの指揮に関わるような振る舞いは、感化できかねますわ。プロ騎士さん、何かいい対処法はございませんこと？ Ich schleiche von den Hand und du schubst sie. Nee, warte mal, falsche.Ich werde es versuchen. Auf einen Ausflug mitnehmen. Also, ich kann mit ihr rumlaufen als einziger Charakter neben Bell. Also, war sie schon da.Jetzt am Abend, Bell, was passiert ist. Erzählt er etwas auf dem Herzen? Das Problem des Informationsdecks wurde gelöst und Kasa ist unschuldig. Du musst eigentlich, das muss eigentlich für Erleichterung sorgen, oder? Was ist denn los? Weiß nach der Datenkopierung morgen, wie wäre es, wenn du Cäsar auf einen Stadtbummel mitnimmst? Entspannt euch ein wenig, vielleicht kommt sie dann auf bessere Gedanken. Das klingt nach sehr viel Filler. Weiß, es ist schon spät, du sagst. Leute, ihr müsst mir nicht immer sagen, wie spät es ist. Ich habe eine Uhr. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe eine Uhr, aber ich habe schon lange keine Batterien mehr da reingeteilt, weil die so schnell leer geht. Aber ich habe ja meinen PC eine Uhr und so. Irgendwann wollte ich machen. Genau. Ich sage euch mal, wo ich hier gespoilert wurde. Oh, aber ich kann euch das mal zeigen. Habe ich jetzt wieder Erfahrungspunkte bekommen? So, ich glaube, hier bin ich irgendwann mal reingegangen, ne? In irgendeine Mission. Ich glaube, hier bin ich mal reingegangen, weil ich musste das hier machen, um hier hinzukommen. Und da wurde mir ein dieser Gegner hier gezeigt, ne? Pompeii, korrigierter Oberer Pompeii. Da wurde ich gespoilert, glaube ich. Ne, den meine ich aber eigentlich gar nicht. So, hier ist wieder frei. Da kann ich sie wieder reinschicken. Das ist eigentlich Erfahrungspunkte, die man hier alle paar Stunden bekommen kann. So, irgendwo war das hier. Weiß ich. Irgendwo bin ich hier reingegangen, da war irgendwie so ein Motorradtyp, den ich bekämpfen musste. Und da bin ich sofort wieder rausgegangen. Nee, das war im Shio-Verteidigung, glaube ich, ne? Das war... Oh, hier, mein Gott. Nee, da habe ich Pompeii gar nicht gesehen. Hier habe ich den gesehen. Und zwar, upsala. Hier einmal Shio-Verteidigung, das sind ja diese Dinger hier, die man jede Woche machen kann. Und... Hier bin ich irgendwie, glaube ich, reingegangen in diese Gegnertruppe, glaube ich. Leichtfüßiger Surfer. Da war irgendwie ein neuer Gegner und als ich ihn sofort gesehen habe, ich merke auch gerade, da auf der rechten Seite sieht man auch hier. Ich glaube, da ist dieser eine Typ, gegen den wir gerade gekämpft haben, ne? Pulchra, Mors, genau. Wow, hätte ich hier weiter gespielt, hätte ich mich auch noch gespoilert. Also ja, die ganzen Gegner, die werden hier schon gespoilert, ne? Die sollten hier gar nicht da reinfügen, wenn die Story gerade neu hinzugefügt worden ist. So, und dann gibt es das hier, das muss man auch einmal in der Woche machen. Und da habe ich den gesehen. Korrigierter Oberherr Pompeii. Also ja, von da aus weiß ich, dass der Typ sich wahrscheinlich jetzt in ein Monster verwandelt, weil er den gleichen Namen hat wie das Viech. Also ja, da habe ich mich sozusagen gespoilert. Weil das Spiel einfach schon die Gegner hier überall hinzufügt, bevor man muss daran denken, vor einer Woche oder so wurde das Spiel erst geupdatet, ne? Das heißt, er wurde relativ früh schon gespoilert, ne? Und ja, weiß nicht, wie mir das gefällt.
Da du Cäsar in der Stadt herumführen willst, überlegst du dir, was ihr unternehmen könntet. Soll ich Belle fragen, was die Mädchen mögen? Und hast du merkst, schläfst ein, bist von fröhlichen Vogelzwitscher geweckt. Ich bin bald nach Nori dort zurückzufahren. Hat Lucy mit Cäsar alles geklärt? Lass ich mal kurz in Abkürzung. Hey yo, es hat ein Motorrad, cool. Poxy, da bist du ja. Lucy hat mir gesagt, dass du wegen Natur der Empfehlung etwa extra in die Stadt zurückgehen musst, um Daten zu kopieren. Du hast dich immer so für die Söhne von Kalidon gesetzt. Ich habe schon überlegt, wie ich dir danken könnte. Da trifft es sich gut, sich mit dir dieses Mal als Wächterin und Assistenten zur Seite stehen kann. Mit dir fühle ich mich wirklich sicher. Ha, wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir los. Auf geht's. Cäsars Motorrad. Auch hört man jetzt. Ne, das ist mal Lastwagen. Einige Stunden später im Random Play. Der Poster oben links im Hintergrund, das sieht immer aus, als wäre der Rock irgendwie. Sieht immer aus wie Dwayne Rock Johnson mit der Sonnenbrille. Kommt Lucy oft in der Stadt? Poxy, was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Wenn es darum geht, sich in Nuridel zu entspannen, warum nicht das Feiertagspaket ausprobieren, Filme schauen, Tee mich trinken, shoppen gehen? Auch wenn das nur Bells Standardplan ist, ist Cäsar ein Mädchen in ihrem Alter. Sie wird diese Kombination wohl kaum ablehnen. Ist sie in ihrem Alter? Alles klar, als nächstes nehme ich Cäsar mit zum Lumina-Platz. Okay, dann Fußgängerzone. Geh mal Nudeln essen. Nicht all den Charakteren hier vorstellen, die ich kenne. Ja, habe ich sie zum ersten Mal getroffen. Habe ich ja mal aufgenommen damals, ne? Oh, das Kino in der Stadt ist riesig. Es ist ein ganzes Gebäude. Gibt es in der Außenzone auch Kinos? Ja, es gibt die, aber die meisten sind ziemlich armselig. Oft nur ein Raum mit einer Videorekorder. Bei uns gibt es doch ein Autokino im Freien, wollte ich gerade sagen. So ein Autokino ist bestimmt. Wenn das Wetter gut ist und der Film ein Hit ist, kommen Biker Gangs aus einem Umkreis von hunderten von Kilometern. Und manchmal muss man sich sogar duellieren, um einen guten Platz zu bekommen. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es Kinos in dieser Stadt, dass die Kinos in der Stadt auch so voll sind. Seltsam, normalerweise ist es ja nicht so. Genau in diesem Moment. Guten Tag, herzlich willkommen im Gravity Kino. Diese Woche zeigen wir eine Reihe von preisgekrönten Klassikern, jeden Tag mit einem anderen Thema. Das heutige Thema ist Adrenalin und die gezeigten Filme sind The Port Peak und Attack on Cybers und The Big Hollow und Coffee Mate. Mist, heute Leute, Horrorfilme. Wieso mag er nicht Horrorfilme? Ich habe das Gefühl, dass sich unter diesem Film ein seltsamer eingeschlichen hat. Meinst du Coffee Mate? Obwohl dieser Film als Liebeskomödie eingestuft ist, wurde er heute wissenschaftlich ausgewählt. Denn bei den meisten Zuschauern beschleunigt sich der Herzschlag merklich während des Films. Ey, der Herzschlag beschleunigt sich wirklich? Hast du Interesse an diesem Film? Nein, es ist nur so, dass wir nicht auf ins Kino gehen. Lass uns doch lieber einen Thriller anschauen, das ist spannender. Soll ich mich jetzt wirklich so weit aus dem Fenster lehnen? Na gut, wenn du das willst. Na klar, ich überprüfe die Ticketsverfügbarkeit für dich. Im Moment sind die nächsten Vorführungen von Attack on Cybers und Coffee Mate noch nicht ausverkauft. Möchtest du ein Ticket für Attack on Cybernetz kaufen? Okay. Nach dem gemeinsamen Anschauen von Attack on Cybers mit Cäsar.
Obwohl die Szene, in der die Maschinen am Ende die Shio-Säule erklimmen, beeindruckend war, hat mir der Teil besser gefallen, in dem die Hauptfigur aus den unterirdischen Anlagen entkommt. Besonders als die Aufzugstüren nicht funktionierten, war ich so angespannt, dass ich fast schon das Atmen vergessen habe. Ja, haha. Das klingt ja voll. Klingt ja überhaupt nicht schlimm. Weißt, was ist los? Dein Gesicht ist ganz blass. Fühlst du dich nicht gut? Ich bin einfach nicht gut mit Horrorfilmen. Hm? Was bist du eigentlich? Pff. Hey, lach nicht. Sorry, ich wollte dich nicht ausladen. Ich habe nur plötzlich das Gefühl, eine Seite von dir zu sehen, die ich noch nie nicht gekannt habe. Ich dachte immer, du hättest ein perfektes Pokerface. Übrigens, du hast den früher doch nur ausgesucht, damit ich im Kino Spaß habe, oder? Danke, ich hatte heute wirklich eine tolle Zeit mit dir. Wo gehen wir als nächstes hin? Lass uns etwas trinken gehen und uns entspannen. Ich lade dich ein. Alles klar, weiter mit unserem Date. Mit Caesar, was wortwörtlich das ist, was wir ja gerade machen, ne? Ja, sieh, ich wusste, irgendwie habe ich gewusst, wir sehen sie heute. Natürlich, das ist deine, ne, das ist die andere. Natürlich ist das deine Entscheidung. Du bestimmst, wie du es machen möchtest. Aber überleg es gut. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Tschüss. Ja, okay, ich werde darüber nachdenken. Ich will, dass sie spielbar wird. Kurz darauf verließ das Mädchen mit der Brille den Ort. Hallo, wir möchten gerne Teemilch kaufen. Hallo? Hallo? Oh je, es tut mir so leid, liebe Kunden. Ich war gerade in Gedanken. Willkommen bei Richard Tee. Reicht der Tee noch aus? Ach, Entschuldigung. Richard Teemilch, der Name sagt mir was. Letztes Mal, als ich mit Bernice in der Stadt war, hat Bernice etwas von ihr gekauft. Ich habe ewig gebraucht, um es fertig zu essen. Moment mal, essen? Kein Zweifel, das ist der Laden. Bernice meinte, wenn man schon mal in der Stadt ist, sollte man die Getränke und ihre Zutaten genau untersuchen. Also hat sie alles, was es an Toppings gab, in ihr Getränk packen lassen. Ah, du meinst die junge Frau, die mit dem Motorrad kam, oder? An die erinnere ich mich doch, die hat hier alles verbrannt. Es tut mir leid, aber wenn unser Laden nicht so viele Toppings anbietet, aber damals habe ich nicht erklärt, was es bedeutet, alles zusammenzumischen. Und das hat zu einem wenig guten Trinkerlebnis geführt. Macht dir nichts draus. Entschuldige mich, ich muss mal kurz hier durch. Oh, mein Geist. Macht dir nichts raus. Das war nicht deine Schuld. Außerdem gab es an diesem Tag eine kurzfristige Kontrolle im Stadtausgang. Und wir mussten lange warten. Dank dieses Getränks haben wir uns zumindest keinen leeren Magen gehabt. Aber heute nehme ich lieber eine normale große Portion. Nachdem du zusammen mit Caesar die von Coco empfohlene Tee mich gekauft hast. Katzen. Ja, jetzt mit einem Spaziergang in der Nähe. この辺りを散歩するのはどうだい。ルミナスクエアには他にも面白いお店があるんだ。君が気になるものも見つかるかもしれない。まあ、さっきBilly, den haben wir nur am Anfang gesehen, irgendwie ist er gar nicht mehr aufgetaucht hier. Auf der Straße gegenüber stürmt ein kräftiger Mann durch die Menge, verfolgt von mehreren aufgebrachten Offizieren. Ach ja, Akira. So weiß ich, ne? Caesar hat davon, noch bevor sie ausgeht hat. Einige Minuten später gelingt es ihr, sie anzurufen. Caesar, wo bist du? Alles in Ordnung? Leute sind gefährlicher als Ätheriale, aber dein Ton vor ihnen war ziemlich besorgniserregend. Es ist was Schlimmes passiert, aber nicht mit mir. Ich
Oi, Akira, kikoete ru ka? Na gut. Hallo, kannst du mich hören? Hallo? Oh, spiele ich als sie? Mist, mein Handy ist ausgegangen. Dieses Handy habe ich vor ein paar Jahren auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. Damals war es noch in gutem Zustand, aber in letzter Zeit macht es immer wieder Probleme. In der Außenzone gibt es viele Gegenden ohne Signal. Ob man ein Handy hat oder nicht, macht da kaum einen Unterschied. Aber jetzt ist es schon etwas rumpraktisch. Hey, junge Dame, hast du deinen Freund erreichen können? Wow, dein Handy ist echt alt. Beeindruckt, dass du es immer noch verwendest. Meine Tochter ist in deinem Alter und will jedes Jahr ein neues. Dein Outfit. Du kommst aus der Außenzone, oder? Gibt es ein Problem damit? Ich habe eine reguläre Einreiseerlaubnis. Du hast mich falsch verstanden. Es ist nur so, dass im Bezirk Faunus hauptsächlich Leute aus der Außenzone arbeiten. Hier sieht man das nicht so oft. Danke, dass du vorhin geholfen hast. Aber beim nächsten Mal, wenn ein Sicherheitsoffizier den Passanten zurückhalten will, solltest du nicht nach vorne rennen. Es wäre schlimm, wenn du in Gefahr geraten würdest. Ich komme aus der Außenzone. Du musst dir keine Sorgen um meine Sicherheit machen, oder? Das mag sein, aber in meinen Augen bist du immer noch ein Kind. Es ist normal, dass Erwachsene sich Sorgen machen. Ha, keine Sorge, solche Situationen habe ich schon oft erlebt. Ich kann sofort erkennen, ob ein Gegner stark oder schwach ist. Also ist sie unter 18? Confirmed. Die sieht nicht aus, als wäre sie unter 18. Im Gegensatz zu euch, eure Fähigkeiten sind dem Flüchtigen eigentlich unterlegen. Habt ihr nie darüber nachgedacht, dass er sich absichtlich in die enge Gassen flüchtet, um euch weg von den Menschenmengen zu locken, damit er euch leichter angreifen kann? Natürlich haben wir das. Was? Warum habt ihr dann... Die Lage war damals brenzlig und die Verstärkung war noch nicht da. Wenn wir ihn nicht in ein menschenleeres Gegend treiben, was wenn der unschuldige Bürger als Geisel nimmt. Auch wenn wir eine Konfrontation vermeiden wollten, hätten wir keine andere Wahl, als auf die harte Tour zu gehen. Aus irgendeinem Grund musste ich plötzlich an die alten Grey Crow denken, der von ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Das war so ungefähr, als ich 10 Jahre alt war, als eine Beihöhle zu plötzlich... erweiterte und ein paar Kinder, die Bären sammelten, verschluckte. Er hat sich damals ziemlich schwere Verletzungen zugezogen, als er das Kind rettete. Aber wenn er darüber sprach, war er immer sehr stolz drauf. Was ist los, junge Dame? Nichts, ich muss mich mit meinem Freund treffen. Ich gehe da mal. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen und nochmals Dank für deine Hilfe. Hier ist alles erledigt, also sollte ich mich beeilen, um Proxy zu finden. Ich sollte in der Nähe des Teemichladen gehen, um dort vorbeizuschauen. Depressiver Flüchtling. Ja. So. Ach, man kann die Geschichte pausieren. Ich wollte schon sagen. So, ich nehme an, er ist nicht mehr hier. Nee. Tun wir noch ein bisschen weitermachen. Entschuldigung, kann ich dich etwas fragen? Hallo? Oh je, Entschuldigung, liebe Kundin. Ich war gerade in Gedanken. Willkommen bei Richard Temich. Richard Temich. Oh, du bist die Kundin, die schon mal hier war. Gut, dass du dich an mich erinnerst. Kannst du mir sagen, wohin mein Freund gegangen ist? Nachdem du über die Überführung gerannt bist, hat dein Freund gesagt, dass er sich Sorgen macht, dich allein zu lassen und ist dir sofort nachgelaufen. Seid ihr euch nicht begegnet? Wir haben sich in dieser kurzen Entfernung bestimmt verloren. Du hast recht und ausgerechnet jetzt ist mein Handy ausgefallen und jetzt kann ich ihn überhaupt nicht mehr erreichen. Ach so, es tut mir sehr leid. Es scheint, dass ich nicht helfen konnte. Kein Problem, ich finde einen Weg, aber... Dir geht's gut, oder? Du siehst aus, als hättest du etwas auf dem Herzen. Oh, wie hast du das gewusst? Du hast die ganze Zeit in Gedanken versunken. Hat es mit diesem Mädchen mit der Brille zu tun, das dich vorhin besucht hat? Sie hat dich doch etwas geärgert, oder? Nein, nein, das ist es nicht. Es ist meine Freundin. Sie ist meine Freundin. Sie ist gekommen, um mich zu überreden, zu kündigen. Was? Kündigen? Ja, zuerst habe ich mich entschieden, hier zu arbeiten, weil ich dachte, ich könnte leckere Tee mich trinken und dabei etwas Taschengeld verdienen. Aber als ich wirklich anfing zu arbeiten, stellte ich fest, dass dieser Job ganz anders war, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Mehr als die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, Kunden zu bedienen, und ich bin wirklich nicht gut darin, mit Menschen umzugehen. Eigentlich habe ich auch darüber nachgedacht, dass das Gehalt hier nicht so hoch ist und ich nicht gut reden kann. Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, ist, diesen Job nur für Themen zu machen. Oh, Entschuldigung, ich habe aus Versehen angefangen, über meine eigenen Probleme zu sprechen. Diese kleinen Sorgen findest du bestimmt langweilig, oder? Überhaupt nicht, aber es klingt so, als hättest du... schon viele Gründe zu kündigen gehabt. Was hält dich also noch davon ab? Nun, wenn ich den Kunden die fertige Teemilch überreiche und sie sagen, die Temperatur ist genau richtig oder der Süßegrad ist perfekt, mache ich mich das wirklich glücklich. Ich möchte leckere Getränke machen, damit jeder sich entspannt und zufrieden fühlt. Ich danke dir. Ich habe das Gefühl, dass ich plötzlich ein paar Dinge verstanden habe. Ich habe beschlossen, hier noch eine Weile weiterzuarbeiten.
Ich habe nur ein bisschen mit dir geplaudert, nicht wirklich geholfen. Aber als ich deine Worte gehört habe, hatte ich auch das Gefühl, dass mir ein Licht aufgegangen ist. Oh, hast du etwa auch Sorgen? Ha, könnte man so sagen. Eigentlich mache ich meine Freundin in letzter Zeit auch ein... Eigentlich mache ich meine Freunde in letzter Zeit auch alle Sorgen um mich. Doch. Heute habe ich, haben sie sogar extra einen Vorwand gefunden, um mich in die Stadt zu bringen, damit ich mich entspanne. Ja, diese Typen tun so, als wäre nichts passiert, so dass ich auch nichts, dass ich auch nicht ansprechen kann. Ha, klingt, als hättest du eine tolle Gruppe von Freunden. Ja, deshalb muss ich auch ein besserer Mensch werden. Übrigens, was deinen vermissten Freund betrifft, wie seid ihr heute zum Luminterplatz gekommen? Natürlich bin ich mit dem Motorrad gefahren. Ha, genau, ich muss einfach den Parkplatz auf, mit dem Parkplatz auf ihn warten. Dank für den wertvollen Hinweis, ich mache mich auf den Weg. Keine Ursache, ich freue mich auf den nächsten Besuch. Sie ist auch voll putzig. So, Proxy! Ich drücke den falschen Knopf die ganze Zeit. Ich will die ganze Zeit rennen. Ich will die ganze Zeit R1. Wie in Honkai. Cäsar, endlich bist du da. Obwohl du mich im Themichladen auf dich warten ließ, macht dich mir Sorgen. Als ich dann die Offiziere fand, sagten sie mir, dass du bereits gegangen seist. Ich konnte dich nicht wirklich erreichen, oder hinten ist auch ihr Motorrad, und hatte solche Angst, dich wieder zu verlieren. Deshalb habe ich hier gewartet. Tut mir leid, das ist alles, weil mein Handy eine Fehlfunktion hat. Aber jetzt, da wir wieder beieinander sind, lass uns zurück zur Sixth Street gehen. Mir war nicht klar, dass es schon zu spät ist. Du hast recht. Wir sollten zurückgehen. Schade, dass wir nicht länger abhängen konnten. Keine Sorge, meine Zeit mit dir hat mir viel bedeutet. So, nach einer Weile kehrst du mit Cäsar zum Random Plate zurück. プロキシー、もちもち、データのコピーとやらは終わっただろう。暗くなってきたし、郊外に戻ろうぜ。今日はいろいろ見れて楽しかったよ。さすがは新エリートってとこだな。どこもかしこも穴熊市場と同じくらい賑わってやがる。ああ、旧油田エリアで最大の市場のことな。 これだけ目新しくて面白いもんだらけなら、郊外から移住してってやつがいるのも納得だぜ。あ、それ今そうまで考えたことないのかい？君たちほどの実力があれば、市民IDは確かに考えたことはなかったな。今日来てみて、 やっぱ自分の居場所は郊外だなって思ったくらいだしよ。えいよ。やっぱりアキラだったか。なんか、ふうだ、とつ、とつ、や、あんな、今、インストーリー、reinschleichen。 Danke, so uns geht's gut. ここ何日かは友達のとこ。あ、知らん、ね、バイン、ケンゼシね。おっそさ。俺様がその友達さ。リンとアキラをちゃんともてなしてやってるぜ。気持ちのいいお友達だな。俺たちご近所としても一安心ってもんだ。何かありゃ いつでもうちの店に寄ってくれよな。それじゃ。プロキシー、今のおっさんがご近所か？ちょっとやっぱりあおぎまんモーターファーがね。都会じゃ人と人の関係が希薄だって誰かが言ってた気がするけどよ。今日見た限りじゃそんな風でもなさそうだ。でもそれはなんか、あおぎそのクライミニクエストだぞ。街に住みたくねえのかって聞かれたけどよ。俺様の馴染みはみんな郊外にいるから。 離れたくねえってのが本音だったのかもな。まあ、そいつらをこれからも守ってくんなら、今の低たらくじゃ到底ダメだって話なんだが。セーダーレースはフォンオーバーヘルンズウェアン。シーザー、それは覇者になりたいという話のことかい。ああ、プロキシー。実はここ数日、まずよ、わりとよ、フォンアンファンアンマハン。俺様はガキの頃から ツールドインフェルノの伝説を聞いて育ったんだ。何のために覇者になりてえんだと聞かれたら、迷わず自分が最強だって証明するためだと答えたさ。けど
覇者ってのは単純な強さだけのもんじゃねえって気づいちまったんだ。ポンペイのおっさんは黙ってりゃしらを切れた手下の悪事をわざわざ自分でばらした上、手打ちまで持っていきやがった。その上カリドーンのことブレイズウッドの問題まで片付けてな。あいつがここ半年姿を見せなかったのも他のエリアとの交渉のためだったってのに。そのことを俺様が知ったのはほんの数日前だ。そんな危険があったことも選択肢があることも知らなかった。ルートの条件を提示された時だってルーシーは俺らだけじゃなく旧油田エリアにとってどうなのかってとこまで頭が回ってたろ。So schwer war es doch nicht zu erklären. Selbst ich habe verstanden. Ich bin ziemlich dämlich. Nur seine eigenen Stärken.シーザーにはシーザーの強みがあるはずだ。フォローで荷物を見つけた時も怒鳴ったりせず、まずはカーサさんに持ってけと言っただろう。あの時点では僕たちみんながカーサさんを疑っていたけれど、君だけは町の人たちのことを第一に考えていた。あのままでは荷物は侵食されてしまっていただろうからね。何言ってんだ。なも誰だってそうするだろうが。俺様のメンツや意地よりもみんなが飯にありつけることの方がよっぽど大事だぜ。けどお前にそう言ってもらえてなんだか急に気が楽になってきた感じがすんぜ。俺様はバカだけどよ、一度決めた目標は何が何でもずらさねえんだ。イノシシみてえな、あいつらに追いつけるよ。Ja, warum ist das überhaupt so ein Wildschwein-Thema? Meine Freunde geben mir Kraft. Danke, Foxy, du hast mir einen sehr interessanten Tag beschert.Das Gespräch mit dir hat mir echt geholfen. Mein Kopf fühlt sich nun viel klarer an. Viel Erfolg bei der Tour der Inferno. Da wir fertig sind, lass uns in die Außenzone zurückkehren. Ich warte auf dich am Parkplatz. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir machen hier einen Schnitt, ne? Außer ich werde ja gezogen. Aber wann gehe ich mal? Kann ich mal hingehen, wo ich will? Ja, ne? Schon wieder. Ich kann aber hingehen, wo ich will, ne? Ja.Muss schon wieder einen Charakter eben reinpacken, Lucy. So, okay, sie hat zwei Level bekommen. Ich kann ja aber immer noch nicht weitermachen, ne? So. Warum? 3 Stunden. 11.000 Erfahrungspunkte. Das wird, glaube ich, nicht für ein Level abreichen. Warte mal hier. 747, warte mal. Heißt ja nicht in der Rido 47 474 747. Kann ich jetzt hier irgendwie die Dinger machen? Nee, ne, ne. Na gut. Ich möchte das Event spielen, aber ja klar. Na gut, dann würde ich sagen. Cheesetopia.Ich dachte, ich soll zum Dings. Okay, ich kann sie da oder da treffen. Okay, beim nächsten Mal. Gut. So, wir haben ja lang genug heute hier aufgenommen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, das klingt schon so, als wäre die nächste Folge oder die übernächste Folge.Das Ende von Kapitel 4 sein, ne? Freue ich mich drauf. Und dann sage ich, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Und gucken, wie das hier alles zu Ende geht. Gut, dann sage ich
danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.